Wenn die Altdrachen nichts gebacken kriegen, dann müssen die jungen Drachen hinhalten. Hier bei The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon. Ja, den ersten Angriff des Bösen haben wir abgewehrt, aber der Zerstörer wurde erwacht. Der macht so eine kleine Umrundung über die Welt. Und der einzige Nachteil ist, sollte er seinen Kreis beenden, gehen wir alle drauf. Ja, wäre nicht so toll. Also liegt es wieder an uns, das zu verhindern. Deswegen gehen wir durch. Neues Ziel. Öffnet die Tore zu den Ruinen von Warfang. Mhm. Weckt die Drachenstatuen. Und wie mache ich das? Steckt den Kristallschlüssel in die Drachenstatue, um sie zu aktivieren. Achso. Wir müssen also Schlüssel finden. Alles klärchen, alles klärchen. Ich habe die Situation erkannt, also kann es losgehen. Die einzige Frage ist nur, wo finde ich die? Das erinnert mich sehr... Oh, an ein sehr, sehr langes Puzzle, das man hier durchmachen muss. Na toll. Achso, und ich muss seitlich reisen. Okay. Okay, nee, dann habe ich die Situation erkannt. Aber wir kümmern uns erstmal um die Elemente. Was denn hier noch so auf Stufe 2? Bei Spyro ist das Erde. Das pumpen wir ein bisschen auf. Bei Cinder ist es noch Wind und Schatten. Ich finde, Wind kann was gebrauchen. Wirbelsturm. Halte ernst gedrückt, um einen super Wirbelsturm auszuführen. Drückt wiederholt, um das Tempo zu erhöhen. Finde ich gut. Und dann kriegt noch Schatten ein bisschen. So. Alles klärchen. Gut, links oder rechts? Links oder rechts? Ene, mene, misse, es rappelt in der Kiste. Und, ne, ich gehe rechts. Wir setzen den Flugmodus ein. Und landen erst einmal. Weil da unten habe ich einen schönen blauen Kristall gefunden. Dann ein bisschen nach oben, bitte. Spyro, sieh dir das an! Wow, sollst du das sein? Sie beten dich alle an. Das bin nicht ich. Das ist Malfor. Sieh dir das an. Hier müssen die Ahnen ihn ausgebildet haben. Sie hatten so hohe Erwartungen. Ja, und verkackt. Das passiert ja immer wieder, wenn man so was Großes hier ausbildet, dann verkackt man einfach. So, ich glaube nicht, dass das ein Kristallschlüssel ist. Das ist nur eins wieder dieser Gewichte. Dann lassen wir mal liegen. Und drehen hier ein bisschen am Rad. Was ist denn jetzt los? Untote! Untote! Geht mal weg! Geht weg! Ich habe überhaupt keinen Mana. Ich hätte mal die Mana-Kristalle hier aufbrechen sollen. Aber die sind ja so freundlich und geben uns Mana. Ah, weg. Weg, ihr elendigen Untoten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bleibt tot. Bleibt gefälligst tot. Bleibt tot! Ich habe keinen Bock hier auf. Ich bin die tot. Huh. Mann, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Vom ganzen Rumgedrücke hier kriegt man ja noch Daumenschmerzen. Oh Gott, ich arbeite mal erstmal ein bisschen mit dem Zeigefinger. Der Daumen, der hat schon keine Lust mehr. Du, 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 du. Komm schon. So. Du, 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 du. Okay, einer muss festhalten. Ich lage jetzt einfach mal zwei Stück hier ein. Man weiß ja nie, ob man zwei Stück braucht oder nicht. Und bevor ich jetzt einen zu wenig mitnehme, nehme ich lieber zwei mit. Vorsicht ist die Mutter der Porzellanvase. Okay. Nee, dann müssen wir das ja anders machen. Dann holt sich Cinder noch eins. Wenn das so ist, dass das Ding plötzlich verschwindet im Nichts. So, jetzt haben beide was. Jups. Gott, die sehen aus wie Soldaten, unsere kleinen Drachen. Mit der schönen Rüstung.
Sie werden so erwachsen. So, jetzt hör auf rumzuheulen. Mach deinen Job, Benny. Zieh, 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 zieh. Sind wir jetzt da? Was wird das denn jetzt? Na toll. Loslassen, wir haben einen Job zu erledigen. Wir müssen einmal nach oben. Nach oben? Okay. Denk nach, wie kommen wir nach da oben? Warum hast du das Ding eigentlich noch da? Na toll. Jetzt war der so schwer damit, dass er das fallen gelassen hat. Wehe, das haben wir gebraucht. Dann gibt's für dich nur Tod, Spyro. Dann gibt es für dich leider nur noch Tod. Okay. Gibt's doch nicht. Okay, die Untoten sind da. Aber diesmal bin ich vorbereitet. Diesmal habe ich schön Elektroschock für euch. Mein Gott. Können die nicht tot bleiben? Das wäre so viel schöner. So, das Ding ist auf. Und wir haben nur noch eins von den Dingern. Ich hoffe wirklich nicht, dass wir zwei brauchen. Klasse, also dann. Vorsicht. Da sind wieder ganz, ganz viele böse Feinde. Boah, das wird jetzt wehtun, Leute. Boah, das tut weh. Bam, 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 bam. Ich schnapp mir noch einen von euch und schlag ihn wild um mich. Mögt ihr alle leiden in der brennenden Hölle, wo ihr herkommt. Sterbt. Ich hab keine Gnade vor euch. Ich sollte bei den Ghostbusters mitmachen. So, weg damit. Lebenskristall. Erhöht unser Leben. Danke. So, apropos Leben. Das könnte Spyro jetzt gebrauchen. Alles klar. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter hier. Da unten ist noch so ein blauer Kristall. Na, den werde ich jetzt nicht übersehen. Vorsicht. Lande! Vorsicht, nicht in die Lava. So hart sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht so hart in Lava zu baden. Das geht nicht. So, einmal manövrieren. Und weiter geht's. Stimmgabeln reagieren auf laute Geräusche. Was ist ein lautes Geräusch? Ist Wind ein lautes Geräusch? Was ist ein lautes Geräusch? Habt ihr eine Ahnung, was ein lautes Geräusch ist? Wenn ich schreie, das ist ein lautes Geräusch. Spyro ist zu schwer. Warum fliege ich auch mit dem? Das war echt keine gute Idee. Ich bin dran. Das war keine gute Idee mit ihm. Warte, nee, dann müssen wir das Ding abwerfen. Das funktionieren so nicht. Wow. Also gut, dann machen wir das nochmal von neu. Dann ziehen wir nochmal komplett zurück. Hier sollte ja keine Komplikation mehr da sein. Dann holen wir nochmal zwei Dinger. Mein Gott, ich hasse sowas. Was ist ein lautes Geräusch? Kann mir das jemand erklären? Ich meine, lautes Geräusch, das lässt sich so schön definieren. Da ist mir ja sofort klar, was damit gemeint ist. So, jetzt nehmt ihr beide was mit.
und leg das hier hin. So, dann wird wieder gezogen. Schups, schups, schups. Was ist ein lautes Geräusch? Vielleicht liegt die Lösung auf der anderen Seite. So, wir nehmen die jetzt erstmal noch ein bisschen mit. Damit die nicht direkt wieder auf wundersame Art und Weise verschwinden. Nein, nein, nein. So. Auf laute Geräusche. Okay, ein Gewicht haben wir hier. Aber was ist das laute Geräusch? Wenn's nicht der Wind ist. Denk nach. Weil mit der Waage, da kann's nicht zusammenhängen. Wir können nämlich mit einem Gewicht nicht hier rüberkommen. Von daher... Ne. Damit ist es nicht getan. Es soll eine Brücke entstehen. Es soll eine Brücke entstehen. Denk nach. Keine Ahnung. Blitz ist es nicht. Eis auch nicht, ne. Das ist es auch nicht. Gift, nein. Aha. Sowas ähnliches ist es also. Es ist der Sirenenschrei. Hätte man sich ja denken können, ne? Dass man ausgerechnet auf den Sirenenschrei kommt. Das muss man wissen, ne? Wenn man das nicht weiß, dann ist man voll dumm. Vor allem, was macht den Sirenenschrei lauter als ein Windstoß? Komm schon. Jetzt hauen wir rein. Wow, die gehen ja ab wie ein Zäpfchen. Schwächen die sich da gerade ab? Oder ist das kein Problem? Doch, ist ein Problem. Dann mach mal hin, ne? Hab keinen Mana mehr. Wow. Und dann hat sich das da vorne aber erledigt. Das kläre ich mal schnell, bevor es wieder zu spät ist. Komm schon. So, jetzt müssen wir das nur schnell greifen. Okay, dann hat sich das erledigt. Müssen wir wirklich zurück an die Oberfläche? Hier unten ist es bestimmt sicherer. Und wir brauchten nur ein Gewicht. Naja, ist ja auch egal. Mann, ist das anstrengend. Da haben wir einen Schlüssel. Oh, verdammt. Nicht noch so einer. Du hast jetzt nicht ernsthaft Schlüssel geklaut, oder? Doch, hat er. Na toll. Na toll, ich bin Mongo. Ich hasse dich. Weißt du was? Ich benutze jetzt die Schwallenergie. Ich habe keinen Bock mehr auf ihn. So. Stirb. So, geht doch. Man muss die Sachen ja nicht kompliziert machen, ne? Ich bin so gut. Oh, ein Luftstrom. Da müssen wir den ganzen Kack nicht nochmal durchgehen. Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Und diese Tür verbirgt nichts?
Nee, glaube ich nicht. Alles klar. Dann auf mit dem Luftstrom weiter. Wee. Tada. Na, war das nicht cool? Ja, das war cool. So. Einsetzen. Und das hat einen weiteren Luftstrom aktiviert, der uns woanders bringen könnte. Zum nächsten Schlüssel und so. Heilige Macaroni. So viel zu tun, so wenig Zeit. Ich meine, wenn der Zerstörer fertig ist mit seinem Lauf, dann gehen wir alle drauf. Das hat sich gereimt. Cool, mit diesem Reim beenden wir dann diesen Part. Bis dann.